Hallo, ich zeige euch heute die feste Rückmasche in Runden. Rückmasche deshalb, weil ich hier die Rückrunden mit anderen Maschen arbeite, wie ihr es gewohnt seid. Ihr seht, auf der Innenseite der Arbeit liegen dann die ganzen Knötchen und auf der Außenseite sieht das Ganze glatt aus. Gerade wenn man dann mit mehreren Farben arbeitet, kann man hier solche Effekte in Runden erzeugen, also wie ein Jacquard-Muster. Ich arbeite mit der Woolly Hugs Charity. Charity deshalb, weil 25 Cent pro Knäuel an die Lebenshilfe gehen. Weitere Infos dazu findet ihr unter dem Video. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr hier mit dabei seid. So, ich habe hier schon ein Stück gehäkelt. Ich häkle in hin und her gehenden Runden, auch mit normalen festen Maschen, wenn ich nicht möchte, dass sich das Muster verschiebt. Würde ich stets in Runden arbeiten, bilden sich ja solche Spiralen. Das möchte ich aber hier vermeiden. Also häkle ich jetzt erstmal die Hinrunde, wie gewohnt, mit festen Maschen, so wie ihr es eben kennt. Man sticht ein, holt den Faden von unten kommend, zieht ihn durch die Einstichstelle und dann nochmal durch zwei Schlingen. Einstechen, von unten kommend den Faden holen, durchziehen, nochmals von unten kommend den Faden durch zwei Schlingen ziehen. Einstechen, Faden holen, durchziehen und nochmals den Faden holen und durch zwei Schlingen ziehen. Dann schließe ich die Runde wie gewohnt mit einer Kippmasche. Da ziehe ich also den Faden sofort durch beide Schlingen nach dem Einstechen. Dann häkle ich eine zusätzliche Luftmasche und wende die Arbeit. Hier ist nun die Einstichstelle für meine erste Masche und hier für die letzte Masche nachher am Ende der Runde. Also hier steche ich von hinten kommend durch beide Schlingen ein, hole den Faden von unten kommend und ziehe ihn durch, hole den Faden von oben kommend und ziehe ihn durch beide Schlingen durch. Einstechen, von hinten durch beide Schlingen, von unten kommend den Faden holen und durchziehen und von oben kommend den Faden holen und durch beide Schlingen ziehen. Wieder von hinten einstechen, den Faden holen und durchziehen und von oben holen und durch beide Schlingen ziehen. Einstechen, Faden durchholen. Hier drehe ich etwas die Häkelnadel, damit ich den Faden nicht verliere. Und dann durch beide Schlingen ziehen. Nun zeige ich es noch einmal ganz langsam. Von hinten kommend, einstechen durch beide Schlingen, durch beide Fadenschlingen hier, wie ihr es von der festen Masche gewohnt seid. Dann von unten den Faden holen und durchziehen. Und dann von oben kommend den Faden holen und durch beide Schlingen ziehen. So sieht das dann auf der Vorderseite aus. Ihr seht, das sind die festen Rückmaschen und das sind die normalen festen Maschen. Und hier ist der Rundenübergang, der ist also ganz gerade. So, das war die feste Rückmasche in Runden. Ich werde noch einige Videos einstellen, eben auch zum Farbwechsel, wenn man mit mehreren Farben arbeitet, weil
das wirklich tolle Effekte sind, die man hier machen kann. Aber jetzt eben für den Einstieg habe ich es euch nur mit einer Farbe gezeigt. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.